Problem ist die Blueprints natürlich noch nicht. Und Blueprints, wo muss ich in der Hinrichtung Forschung? Ist aber noch lila Forschung. Ist aber noch lila Forschung. Grüne Forschung. Dann bewegen wir uns mal in die Richtung mit der Forschung. Das macht das Schienenverlegen nämlich um so einiges einfacher. Ah, hier sieht's aus. Gut, leider muss ich mal ganz kurz die hier alle. Das ist auch kaputt. Ich hoffe, er nimmt jetzt nur die kaputten gerade raus. Das sind die, die ganz sind. Supi. Sonst nehmen die mir so viel Platz weg im Inventar. So. Ist das hier eine Schrottkiste? Die ist aber leider schon voll, die Schrottkiste. Ah, Subi. Haben wir ja ruhig eine Eisenkiste. Machen wir die Eisenkiste zur Schrottkiste. Ja, klar. Mhm, ganz sicher. Die braucht man nicht mehr. Das Holz braucht man nicht mehr. Das braucht man nicht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Die Kisten von mir ist nicht. Hier noch irgendwas, was raus kann. Und keine Miete zahlt. Nein. Gut. Okay, okay, okay. Das heißt, wir gehen als nächstes Richtung Blueprints. Und ich weiß natürlich, dass wir für die Blueprints rote Schaltkreise auch brauchen. Die ich eigentlich noch nicht bauen möchte. Ich drücke mich mal wieder so gekonnt vor. So gekonnt vor der Ölgeschichte. Ich bin einfach irgendwie kein Freund davon. Hier unten stellen wir. Achso, wir haben das jetzt zumindest schon mal alles runtergeholt. Ach, das ist ja. Ach Mensch, da habe ich ja schon vorgearbeitet. Ja, Mensch. Das ist schon alles hier, was wir brauchen. Denn würde ich sagen, als allererstes rote Schaltkreise. Und dafür hier Platz. Eigentlich nicht so wirklich. Eigentlich unten, ha? Wunderbar, ich den Trödel. Da habe ich denn das da oben gemacht? Das ist ja total bekloppt. Ich glaube, ich lege das hier runter. Dann können wir wenigstens irgendwann hier drüber nochmal bauen. Wenigstens so ein bisschen Kleinkram oder so. Naja. Wie auch immer. Hier war ich auch wieder total clever. Offensichtlich. Entschuldigung. Aber ein bisschen wird da schon was gebaut. So, dann hatten wir gesagt, wir würden gerne Richtung Blueprints gehen. Und da haben wir noch eine Menge vor uns. Elektromotoren zum Beispiel. Also, Rotschaltkreise. Wir brauchen Kunststoff. Kupferkabel und grüne Schaltkreise. Und dafür brauchen wir Platz. Und leider haben wir noch keine Roboter, die uns hier die Arbeit abnehmen. Ich hasse es. Hallo NoboDX. Willkommen. Ach Gott.
das schon erwähnt, dass ich Bäume echt hasse. Die stehen einfach immer am Weg. So, wir brauchen Chemiefabrik. Kunststoffe. Das reicht ja immer nicht, ne? Duck, 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 duck. Wo ist es denn? Wir brauchen Petroleum. Oh, wie ich mich darauf freue, wenn die irgendwann endlich dieses Feature hier reinmachen. Dass man die Rohre ziehen kann. So. Ich meine, wir haben halt total wenig Petroleum im Moment, das ist total klar. Weil wir haben hier natürlich echt nur minimale Rohölfelder. Die zwei Stück da oben. Damit kommen wir nicht weit. Brauchen wir noch Kohle? So. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das am blödesten machen. Normalerweise baue ich halt die Kunststoffproduktion immer direkt davor, aber eigentlich wollte ich mir das gerade einfach mal sparen. Wo werden wir angegriffen? Oben. Ich suche immer diese blöden Kupferkabel. Immer. Raus. Rein. Rein, 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 rein. Rein, rein. Wie war das hier vom Verhältnis? Kunststoff und Kupfer. Kunststoff und Kupferkabel auf einem Band. Da haben wir die schnellen. Ja, wieso nicht? Also, brauchen wir erstmal für die Kupferkabel Kupfer. Ich denke, das macht Sinn. So. Dann legt er hier den Trödel raus. Oh, reicht ja gerade so. So in etwa? Sollte funktionieren, oder? Das Problem ist, sollte nicht funktionieren. Wie wäre. Nee, Moment. Das müssen wir irgendwie weiter rüber bauen. Das wollte ich wieder platzsparend bauen. Damit haben wir natürlich keinerlei grünen Schaltkreise, natürlich. Das wird so nicht. Sorry. Also, Kunststoff raus. So. Da habe ich aber nicht so viel Platz. Muss ich wieder Dings hauen. Und ich sollte forschen, ich weiß. Wir wollten weiter in Richtung Blueprints forschen. So. Rein, rein. Mal.
Beim ersten Mal dran gedacht, beim zweiten Mal natürlich nicht. So, Kunststoff geht denn hier raus. Und damit haben wir Band 1 eigentlich fertig. Und bräuchten hier erstmal Fließbänder. Fließbänder. Ich habe hier noch so viele andere Fließbänder drin. Kein Mensch mehr braucht. Habe ich davon auch noch welche? Ja, natürlich. Was sonst? Und davon? Nö. Und dann bräuchten wir nur noch einmal grüne Schaltkreise. So, Kohle packen wir auch einmal rüber. Und dann meckern sie alle noch wegen Strom. Da können wir natürlich auch noch was gegen machen. Machen wir vielleicht erstmal wirklich nur zwei. Nur so für den Anfang. Wir haben jetzt oder so nicht genug Öl. Aber nur damit es mal läuft. Und vielleicht verlegen wir auch die Stromkabel komplett. Ich sag nichts. So. Jetzt vielleicht. Ich leg's denn erstmal aufs Band. Nur, dass wir einen kleinen Puffer haben. Ich glaube nicht so oder so nicht. Obwohl, er hat eigentlich ja relativ viel Kunststoff hergestellt. Er hatte relativ viel Kunststoff hergestellt. Ja. Öl ist ein Problem. Aber einer läuft ja hier schon. Wir haben jetzt natürlich hier das Band auch relativ lang. Nun ja, ist nun mal so. Aber die können wir uns die schon mal klauen. Und gleichzeitig vielleicht mal gucken. Ich habe irgendwie dieses dumpfe Gefühl, dass die Forschung echt langsam vorangeht. Wir haben ja auch nur 10 Forschungslabore. Das ist natürlich ein Witz. Eins habe ich noch auf Tasche. 5, 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich auch nichts, deswegen dauert das natürlich hier auch so ewig. Aber auch hier haben wir natürlich wieder mal unser tolles Baumproblem. Oh. Müssen wir jetzt noch durch. So, komm, das reicht. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mist, ein Baum. Und dann hier den ganzen Trödel hinterher. Nee. So, damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Das haben die hier gleich fett zu tun. Gut. Haben wir ansonsten Baustellen? Bis auf Rohöl. Ja. Granaten oder Giftkapseln, das ist richtig. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele das fast nie, aber Granaten könnte ich ja mal ausprobieren. Also ich nutze ganz wenig so dieser, das dauert natürlich ewig, aber könnten wir ja relativ easy herstellen. So. Wie weit muss man da jetzt aus dem Weg sein? Naja. Naja, braucht man halt.